Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir wollen während einer Stunde Perlen sammeln. In den Stufenliedern 120 bis 134. Und ich bin froh, dass ich nicht unter dem Druck stehe, jeden Vers zu erklären. Denn dann hätten wir Stress. Und darum ist es eben eine Perlensuche. Es ist ja so, der Apostel Paulus, als er vor dem Areopag stand in Athen, wurde er mit einem Schimpfwort betitelt. Das heißt, noch bevor er diese Rede hielt, auf dem Marktplatz. Und zwar haben seine Feinde ihm gesagt, was will doch dieser Schwätzer? Das Wort Schwätzer ist Spermologos. Das heißt eigentlich Samenpicker. Also eine Krähe, die auf dem Acker mal da ein Korn pickt. Damit wollten sie sagen, er versteht gar nichts von Zusammenhängen. Der pickt mal da was, mal dort was. Allerdings dann in seiner Rede auf dem Areopag hat er dann deutlich gemacht, dass er sehr wohl das griechische Denken und ihre Philosophie kennt, aber auch die Widerlegung davon. Und es geht mir nur um den Ausdruck Spermologos. Ein Schimpfwort, das übrigens typisch war für Athen. Und jetzt machen wir das so in den Stufenliedern, dass wir da und da und da Körner picken. Und ich lese zu Beginn aus Psalm 125. Also aus dieser Serie von 15 Psalmen, 120 bis 134, die überschrieben sind mit Shir Hamaalot, das heißt eben Stufenlied. Ich erkläre das dann noch genauer. Ein Stufenlied. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der in Ewigkeit bleibt. Jerusalem. Berge sind rings um es her. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Bis dahin. Worum geht es in den Stufenliedern? Ma'alot bedeutet eigentlich Hinaufzüge. Es ist verwandt mit dem Wort Aliyah, die gleiche Wurzel drin, vom Hinaufgehen. Aliyah ist der heutige Ausdruck für die Einwanderungswellen von Juden heim nach Zion, heim ins Land der Väter, was ja begonnen hat 1882 und anhält bis heute. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, etwa schätzungsweise 130 verschiedenen Ländern, sind heimgekehrt nach der Prophetie von Ezekiel 36, 24, dass Gott sein Volk sammeln will aus allen Ländern und wieder in ihr Land bringen wird. Und in Ma'alot heißt Hinaufzüge. Und tatsächlich werden wir sehen, in diesen Psalmen 120 bis 134 ist dieses Thema ganz bedeutsam, diese endzeitliche Heimkehr nach Zion. Zion ist der Name des Tempelberges. Wir sehen hier die Ostabhänge des Tempelberges unterhalb von dem Goldenen Tor, unterhalb des Tempelplatzes. Das ist in der Bibel der Berg Zion. Er wird auch genannt Berg Moria. Und das ist das Kernstück. Heimgehen ins Land Israel bedeutet Heimkehr nach Zion. Und in diesem Psalmen wird Zion 7-mal erwähnt. Die Zahl der Vollkommenheit. Und es ist so, dass also diese Psalmen sprechen von der Endzeit, wenn Gott sein Volk aus aller Welt heimkehren lässt, um schließlich hinaufzuziehen nach Zion, zum Tempelberg in Jerusalem. Und jetzt versteht man auch, diese Psalmenreihe wurde zu biblischen Zeiten, und zwar bis ins Jahr 70 nach Christus, das Jahr der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer. Diese Lieder wurden gesungen bei den 3 obligatorischen Festen. Die Tora sagt 3-mal, einmal in 5. Mose 16, 16, alle Israeliten müssen 3-mal im Jahr nach Jerusalem gehen, zum Tempel. Nämlich am Passafest, Pessach,
am Pfingstfest, Schavuot, und Sukkot, am Laubhüttenfest. Und das war also auch der Ort der Gemeinschaft, des Zusammenseins als Volk Gottes. Und darum, ich nehme das mal kurz vorweg, Psalm 133, ein Stufenlied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Da geht es um diese glückliche Gemeinschaft des Glaubens in Zion. Und es ist so, zu biblischen Zeiten hat man auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg nach Zion, diese Lieder gesungen. Das heißt also auch, der Herr Jesus, er begann ja ab 12 Jahren regelmäßig zu den Festen zu gehen. Es war so, dass dieses Gebot galt für alle Erwachsenen und erwachsen war man im Judentum schon ab 13. Aber 12 war das Jahr der Eingewöhnung und darum hat man die Jungs schon mitgenommen mit 12. Und darum ging der Herr Jesus in Lukas 2 als 12-Jähriger nach Jerusalem mit den Eltern zum Pessachfest und danach immer. Bis ans Lebensende. Bis er schließlich auch an Pessach in Jerusalem starb, vor den Toren der Stadt. Ja, und auf dem Weg hat man diese Lieder gesungen, immer mit Flötenbegleitung. Das hat man abgeleitet aus Jesaja 30, Vers 29, wo von dem Hinaufgehen die Rede ist nach Jerusalem zum Tempelberg und zwar mit Freuden und der Flötenspiel. Und so müssen wir uns vorstellen, der Herr Jesus hat also ab 12, 13, 14, 15, bis er 33 war, immer beim Hinaufgehen zu den obligatorischen Festen hat er das auch mitgemacht und hat diese Lieder gesungen mit Flötenbegleitung. Und nun, wir haben gelesen in Psalm 125 ein Stufenlied. Es ist so, Ma'alot heißt Hinaufzüge. Damit ist also gemeint, das endzeitliche Heimkehren nach Zion in der heutigen Zeit und noch in der Zukunft. Es geht weiter. Aber es war in biblischen Zeiten gemeint, das Hinaufziehen zu den obligatorischen Festen nach Jerusalem. Und darum haben wir in der Einleitung, wo das vorgelesen, in Psalm 122 die Aussage gefunden, ein Stufenlied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Da sieht man das Hinaufgehen zu den Festen in Jerusalem. Und nun im Psalm 125, ein Stufenlied, muss ich noch erklären. Ma'alot hat auch noch eine zweite Bedeutung. Es kann nämlich auch die Stufen einer Treppe bezeichnen. Und darum hat man im zweiten Tempel, im Frauenvorhof, und zwar gerade vor dem Nikanor-Tor, dieses schönste Tor des Tempels und gigantischste Tor des Tempels, hat man 15 halbkreisförmige Treppen gebaut und darauf stand jeweils der professionelle Priesterchor und das levitische Orchester und an den großen Festen, da wurde nicht im innersten Vorhof gesungen, sondern eben im Frauenvorhof, wo man mehr Platz hatte für die großen Volksmengen, da wurden an Passa, Pfingsten und Laubhütten die Psalmen gesungen und aufgeführt. Und eben diese 15 halbkreisförmigen Treppen, das sollte architektonisch diese 15 Stufenlieder darstellen. Die eben sprechen von dem Hinaufgehen zu den Festen nach Jerusalem und von der endzeitlichen Heimkehr des jüdischen Volkes heim ins Land der Väter und hin zum Zentrum nach Zion. Nun, hier auf dem Bild sehen wir den Tempelberg, in der Bibel Zion. Oder auch Moria genannt. 2. Chroniker 3, Vers 1. Aber meistens Zion.
Da auf dem Berg Moria bzw. Zion hat König Salomo gemäß der strikten Chronologie der Bibel um 1013 vor Christus den ersten Tempel, den Salomonischen Tempel, gebaut. Und nun haben wir gelesen in Psalm 125, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der in Ewigkeit bleibt. Nun, Zion hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte über die Jahrtausende hinter sich. Der erste Tempel wurde zerstört durch die Babylonier. Nach der babylonischen Gefangenschaft hat man den zweiten Tempel auf der Spur des alten aufgebaut. Aber die Römer haben ihn zerstört im Jahr 70 nach Christus. Und die Geschichte von 70 nach Christus bis in unsere moderne Zeit war eine Zeit von Krieg und Verwüstung über Jerusalem. Wenn wir zusammen nach Jerusalem gehen würden, ich würde da gerne zeigen die Trümmer und Überreste des Tempels aus früherer Zeit. Und es ist so, die Trümmer sind da in Staub und Asche, aber der Berg ist unverändert da. Und die Gläubigen werden nicht verglichen mit den Trümmern, sondern mit dem Berg. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der in Ewigkeit bleibt. Und das ist das Wunderbare, der Herr gibt den Wiedergeborenen die Verheißung, dass er sie durchträgt bis ans Ziel. 1. Petrus 1, Vers 5, es geht ausdrücklich um die Wiedergeborenen, erklärt, dass Gott die Gläubigen durch seine Macht, durch den Glauben bewahrt bis ans Ende, sodass wir auch das Ziel erreichen und nicht unterwegs stranden. Die Gläubigen werden gesehen wie der Berg Zion, der all diese Katastrophen und diese Zeiten der Tränen übersteht und unbeschadet bis in die Endzeit bleibt. Nochmals, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der in Ewigkeit bleibt. Aber dann haben wir in Vers 2 gelesen, Jerusalem, Berge sind rings um es her. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Nun, um den Berg Zion her gibt es weitere Berge. Und zwar eine kleine Verwirrung. Wir sehen verschiedene Pfeile. Der Pfeil auf den Felsendom, der heute noch steht, und zwar genau auf dem Felsen, wo das Allerheiligste des Salomonischen Tempels und des Zweiten Tempels gebaut waren, das ist der Berg Zion. Nun sehen wir aber bei dem Pfeil unten rechts im Bild, ganz unten rechts, einen weiteren Berg, das ist der Südwesthügel der Altstadt von Jerusalem. Den nennt man heute Zion. Aber das ist eine nachbiblische Bezeichnung, feststellbar ab etwa 100 nach Christus. Man darf sich nicht verwirren lassen. Zur Unterscheidung nenne ich das Zion römisch 2. Und Zion römisch 1, das ist der Tempelberg. Ja? Also, Zion 2. Und dann gehen wir im Bild rüber nach links und dort haben wir nochmals einen Pfeil und er weist gerade hin auf den exakten Ort von Golgatha. Das ist dort heute der Ort mit der Grabeskirche, ein schrecklicher Ort, voll Götzendienst, aber archäologisch können wir eindeutig belegen, das war Golgatha und stand im Jahr 32 vor Christus außerhalb der Stadtmauer, heute innerhalb der Altstadtmauern. Aber dieser ausgediente Steinbruch wurde benutzt von den Römern, um vor dem Gennat-Tor draußen zu kreuzigen. Das ist also Golgatha und es ist so, dass das ist der
Nordwesthügel der Altstadt. Also der Südwesthügel, Zion 2. Das Tal kann man hier heute kaum mehr sehen. Das ist durch den Müll und die Trümmer der Jahrtausende etwas aufgefüllt worden. Aber das ist ein weiterer Hügel mit Golgatha. Und jetzt gehen wir im Bild rauf und sehen einen Pfeil neben dem Pfeil vom Tempelberg. Und das ist der Berg, wo Bethesda sich befindet, in der Talsenke. Und dann gehen wir im Bild rüber, nach oben, rechts, das ist der Ölberg. So, jetzt sehen wir, es gibt eine ganze Reihe von Bergen rund um den Tempelberg. Zion 2, Golgatha, Bethesda, der Ölberg. Und diese Berge werden hier in Psalm 125 mit Gott verglichen. Jerusalem. Berge sind rings um es her. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Hier sehen wir Zion 2. Das war der Ort, wo der Obersaal stand, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern das letzte Passa gefeiert hat und wo er das Abendmahl eingesetzt hat. Und das war derselbe Ort, wo diese 120 versammelt waren am Pfingsttag und schließlich der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und da, auf diesem Berg, entstand die Gemeinde. Und so sprechen diese Berge rund um den Berg Zion von Gott und seinem heilsgeschichtlichen Handeln. Hier geht es also um sein Handeln. Der Herr Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, damit wir immer die Mitte unseres Glaubens vor uns haben. Wir sind so leicht in Gefahr, dass wir die Proportionen verziehen und andere Dinge ins Zentrum stellen. Aber der Herr Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 11, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt. Nun, das ist Gottes Werk im Zusammenhang mit der Entstehung der Gemeinde. Der Heilige Geist kam, um in der Gemeinde zu wohnen und sie durch 2000 Jahre, durch alle Stürme hindurch zu leiten und immer wieder neu das Wort der Wahrheit zu öffnen. Der Tempelberg wird genannt in Hesekiel 17, 23 und 20, Vers 40, der hohe Berg Israels. Er ist so wichtig und so zentral. Das war der Ort eben des Gottesdienstes und ist der Ort, der eben erhalten blieb durch die Jahrtausende. Darum ein Bild hier von denen, die auf den Herrn vertrauen. Aber jetzt gehen wir zum Nordwesthügel, Golgatha. Dort starb der Messias für unsere Sünden. Und an diesem einen Tag hat er alle Sünden weggenommen, wie der Sacharja 3 sagt. Dort wurde es verheißen, dass an einem Tag alle Ungerechtigkeit weggenommen werden wird. Hebräer 9 sagt, dass der Herr Jesus die Sünde abgeschafft hat durch sein Opfer. Und zwar so, dass er alle unsere Sünden, die wir an ihn glauben, getragen hat. Und zwar, er hat das getan vor fast 2000 Jahren. Und damals hatten wir noch gar keine Sünde getan. Er hat sie trotzdem getragen. Ja, welche? Alle Sünden bis zur Bekehrung? Ja, natürlich. Alle Sünden von der Bekehrung bis heute? Ja, natürlich. Und was ist mit der Zukunft? Auch. Alles. Kolosser 2, Vers 13 sagt, er hat uns alle Sünden vergeben. Das heißt, grundsätzlich hat er vor Gott alles in Ordnung gemacht. Natürlich müssen wir unsere Sünden jedes Mal bekennen, wenn eine Sünde ins Leben kommt. Nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist dann eine praktische Vergebung, die jedes Mal wieder kommt, um die Gemeinschaft wieder neu glücklich zu machen. Aber grundsätzlich hat der Jesus da auf Golgatha, an diesem einen Tag,
an diesem Freitag die Sünde abgeschafft durch sein Opfer. Also ganz gewaltig, was dieser Berg über Gott aussagt. Jerusalem, Berge sind rings um es her. So ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Hier sehen wir eine andere Ansicht von diesem Ort. Also man muss sich einfach diese götzendienerische Kirche wegdenken. Und dort ist immer noch dieser Steinbruch. Und man hat auch Spuren der Kreuzigung durch die Römer dort archäologisch feststellen können. Da hat der Jesus alle Sünden weggenommen, abgeschafft durch sein Opfer. Hier im Modell sehen wir den Steinbruch. Man hat also damit Häuser gebaut, aber schließlich blieb noch Gestein übrig, das zu weich war, um als Baumaterial verwendet zu werden. Inmitten dieses Steinbruchs ein Fels, etwa 12 Meter hoch, und da haben die Römer gekreuzigt, draußen vor dem Gennat-Tor, das ist das Gartentor, weil es auf Golgatha einen Garten gab, nach Johannes 19. Und dieses Gennat-Tor hat man ausgegraben bei den Grabungen nach dem Sechstagekrieg. Und wenn wir zusammen nach Jerusalem gehen würden, ich würde euch das Gennat-Tor zeigen. Ganz versteckt, fast niemand weiß, wo das ist. Es ist auch nicht angeschrieben, aber es ist da. Wenn man davor steht, denke ich gerne an das Lied von Margit Birkenfeld. Für mich gingst du nach Golgatha. Das war der direkte Zugang von der Stadt Jerusalem hinaus zu dem Steinbruch Golgatha, Schädelstätte. Und nun der Ölberg. Hier im Bild, im Hintergrund, östlich von Jerusalem. Und da ist der Herr Jesus nach Apostelgeschichte 1 aufgefahren in die himmlische Herrlichkeit, nachdem er den Jüngern das Mandat, den Auftrag zur Weltmission gegeben hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf sie gekommen sein wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, und der Herr gibt ein 4-Punkte-Programm in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt, bis zu den Teilen des Festlandes, die am weitesten entfernt sind von Israel. Und die Engel sagen den Jüngern, so wie ihr habt zum Himmel fahren sehen, wird er wiederkommen. Und damit verwiesen die Engel auf Sacharja 14, ich schlage auf in meiner Bibel, weil all das, was man hört und sieht, prägt sich viel besser ein. Und es ist für mich auch so, wenn ich einer Predigt zuhöre, dann sage ich mir nicht einfach, ach, muss ich ja nicht aufschlagen, ich weiß es sowieso auswendig. Nein, ich schlage es auf und schaue mir es nochmals an. Und es prägt sich noch tiefer ein, in den Geist, ins Herz. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen gegen jene Nation und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Also, der Jesus wird als Richter der Welt wiederkommen auf dem Ölberg. Und zwar wird er kommen mit allen seinen Heiligen. Lesen wir weiter in Sacharja 14. Alle Erlösten des Alten Testaments und alle Erlösten der Gemeinde, die alle zusammen, wie Hebräer 11 sagt, vollendet werden, auferstehen werden, die werden mit dem Herrn Jesus kommen auf dem Ölberg. Und so sehen wir, der Ölberg ist so gewissermaßen die Klammer von dem ersten Kommen Christi bis zum zweiten. Nämlich bei seinem Weggehen, da hat er den Auftrag gegeben für die Weltmission. Und nun in den vergangenen 2000 Jahren sind alle Nationen erreicht worden mit dem Evangelium. Alle. Und er wird kommen schließlich als Richter der Welt. Das ist alles in Verbindung mit dem Ölberg zu sehen. Und es ist so,
der Herr Jesus hat in Matthäus 24, 14 nicht gesagt, und dieses Evangelium wird allen Menschen verkündigt werden und dann kommt das Ende. Sondern er sagt, dieses Evangelium des Reiches wird allen Nationen verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Das Ende in Matthäus ist immer die große Drangsal, die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi. Und alle Nationen sollten erreicht werden. Luther hat übersetzt, alle Völker. Das ist nicht ganz korrekt. Darum hat die Elberfelder Nationen gewählt, weil wir im Griechischen unterscheiden, Ethnos, Nation, das ist die größte soziale Einheit. Russland ist eine Nation, aber da gibt es ganz viele, viele Völker und auch Stämme. Indien, genauso. Zaire, genauso. Aber es ist eben so, dass eben der Jesus sagt, alle Nationen, Ethnos, werden erreicht werden. Nicht alle Völker, das wäre Laos. Und er sagt auch nicht Stämme und auch nicht Sprachen. Wir unterscheiden nämlich etwa 200 Nationen weltweit. Die sind alle mit dem Evangelium erreicht. Aber wir unterscheiden etwa 10.000 Völker und unzählige Stämme. Und die Bibel spricht auch über Sprachen, zum Beispiel Offenbarung 5, Nationen, Völker, Stämme, Sprachen. Und wir unterscheiden heute weit über 7.000 Sprachen, ohne die Dialekte zu zählen. Aber der Jesus sagt, nicht alle Sprachen werden erreicht, auch nicht alle Stämme, auch nicht, schon gar nicht alle Menschen, sondern sagt alle Nationen. Und das ist geschehen bis heute. Also, es braucht nichts mehr, dass der Herr kommen könnte auf dem Ölberg mit allen Erlösten. Und zuvor müsste er noch kommen zur Entrückung, natürlich. So, das war ein bisschen Geografie, Erklärung dieser Berge in Jerusalem, um diese Verse im Psalm 125 besser zu verstehen und zu würdigen. Die Berge sprechen über das heilsgeschichtliche Handeln Gottes. Und ich habe noch nicht erwähnt den Berg mit Bethesda. Es ist nämlich so, in den Jahren vor Christi Geburt, da hat König Herodes dem jüdischen Volk ganz viel Geld gegeben, er war steinreich, und er wollte sich beliebt machen und sagte, ihr dürft den Tempel renovieren. Und das hat man schließlich auch gemacht, und man hat den Tempelplatz auf die doppelte Größe erweitert, nach Süden, nach Westen und ganz stark nach Norden. Und da gab es nämlich ein Tal zwischen Zion und dem Berg von Bethesda, das Bethesda-Tal. Ich sage es nochmals, weil das nicht so bekannt ist. Das Bethesda-Tal, das hat man aufgeschüttet. Und so wurde der Berg mit Bethesda wurde integriert in den Tempelberg. Ja? Aber da im Psalm 125, das war noch nicht so, und da konnte man das sehr deutlich sehen, das ist noch ein Berg da im Norden vom Tempelberg, und das ist der Ort, wo der Herr Jesus in Johannes 5 hinging. Und da war ein Mann, ein Paraplegiker, er war gelähmt, aber er konnte eben doch mit Mühe und Not sich zum Pool hinziehen. Er war also nicht Tetraplegiker, sondern halbgelähmt, ja. Und er wartete da auf die Bewegung des Wassers. Und der Herr Jesus fragt ihn, möchtest du gesund werden? Und er erklärt, ich habe keinen Menschen. Das ist so schrecklich. Und das gibt es wirklich. Menschen, die sagen, ich habe keinen Menschen, der, wenn das Wasser bewegt wird, mich da hinbringen würde. Und der Jesus stellt ihm die Frage, möchtest du gesund werden? Und stellt die Frage, warum die Frage? Ist doch klar. Nein, es ist nicht klar. Ich habe das einmal erlebt. Ich hatte ein Gespräch mit einem schwerst Drogensüchtigen und habe ihn gefragt, möchtest du frei werden? Er sagt, nein. Das gefällt ihm. Aber der war so im Dreck, wirklich. Und es gibt Menschen, die können im Dreck sein und sagen, nein, ich will nicht. Das gefällt mir, im Dreck. Und
So stellt der Herr Jesus die Frage: Möchtest du gesund werden? Und es war so, er wollte gesund werden. Und der Herr hat ihn geheilt. Und es ist so, dass er 38 Jahre Paraplegiker war. Und das erinnert genau an die 38 Jahre der Wüstenwanderung, die nicht nötig gewesen wäre. Sondern diese 38 Jahre kamen wegen des Unglaubens und des Ungehorsams gegenüber Gottes Wort. Und das spricht davon, wie der Mensch eben versagt hat, das Gesetz zu halten. Und da kommt der Messias nach Bethesda. Und Bethesda, Bethesda, ist aramäisch, heißt Haus der Gnade. Und dieser Berg spricht also von dem gnädigen Handeln des Herrn Jesus, das eben auch für die da ist, die merken, durch eigene Werke des Gesetzes könnte ich nie vor Gott erscheinen. Ich bin nicht fähig, gemäß den Geboten Gottes zu leben, zu wandeln. Ich brauche die Gnade. Ja, jetzt sehen wir, wenn man wieder mal so jetzt in Gedanken durchgeht, durch die Berge von Jerusalem, Golgatha, alle Sünden abgeschafft. Zion 2, die Gemeinde gegründet und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Die Gemeinde, die konzentriert ist, fokussiert ist auf das Werk des Herrn Jesus. Dies tut zu meinem Gedächtnis, den Tod verkündigen, bis den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt. Und dann Bethesda, die Gnade. Wir verkündigen die Gnade und nicht, dass man durch irgendwelche eigene Anstrengungen vor Gott angenommen werden könnte. Nur durch die Gnade können wir gottgemäß wandeln, leben. Und der Gelähmte in Bethesda stand auf und konnte gehen. Und dann der Ölberg, er spricht von dem Auftrag, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und jeder von uns soll einen Beitrag leisten, um das zu vollenden, bis dann der Herr Jesus mit allen Erlösten auf dem Ölberg kommen wird. Also das Heißhandeln Gottes wird durch diese Berge wunderbar dargestellt. Und nun gehe ich zu Psalm 133. Ein Stufenlied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Vers 1 auf Hebräisch auswendig. Ja, wenn man das Lied kennt, Hine matov umanaim, shevet achim gam yachat. Das ist das. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Übrigens, es sind 9 Wörter und 27 Buchstaben. Also 3x3 Wörter und 3x3x3 Buchstaben. Es geht hier um die Gemeinschaft Gottes. Nicht einfach so die Gemeinschaft der Menschen. Die Menschen, die gründen Vereine und die haben alle möglichen Ideen, wie man so Menschen mit Menschen verbinden kann. Aber was ist das? Nur die horizontale Verbindung, wenn nicht eben die vertikale Verbindung zu Gott da ist. Das gibt der Gemeinschaft Qualität. Und was wir eben als Gläubige erleben können an Gemeinschaft, das ist etwas so Außergewöhnliches. Aber der Grund ist eben Gott, der dreieine Gott. Darum ist dieser Vers so geprägt von der Zahl 3. Ich meine, wenn ich so denke, da flog ich nachts nach Kairo und damals, als ich das erste Mal kam, ich kannte niemanden, und da kamen ägyptische Brüder und wie wenn wir uns schon immer gekannt hätten, sofort umarmt und eine solche Wärme. Ich war Araber. Die haben ja schon natürlicherweise eine enorme
Wärme bei der Gastfreundschaft. Aber wenn die bekehrt sind, das ist das Optimum. Ich meine, ich habe es erlebt in der ganzen Welt, auf allen 5 Kontinenten, wie das so ist mit Gastfreundschaft unter Gläubigen. Es ist überall wunderbar. Aber bei den Arabern ist einfach wow. Ja, und da kann man so richtig illustrieren. Siehe, wie gut Hinematov und wie lieblich Umanaim Shevet, wenn zusammen sitzen oder zusammen wohnen. Achim Gam Yachat, auch zusammen. Warum steht das Wort Gam hier, auch? Ja, man kann mal kontrollieren in den deutschen Übersetzungen. Wo wird übersetzt das auch? Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Ich nehme an, niemand findet es. Und das ist ein Problem manchmal. Das ist nicht ein übliches Problem, aber es gibt so einzelne Fälle, wo man merkt, die Übersetzer konnten mit einem Wort nichts anfangen. Und da haben sie gedacht, das ist ein Füllwort. Ein Füllwort, das brauchen wir ja ständig beim Reden. Nicht wahr? Es wird einem eine Frage gestellt. Wie beginnt man zu antworten? Also, ja, warum sagst du also? Das war ja nicht die Antwort. Und dann noch, ja, das sind Füllwörter. Die haben schon eine Funktion, aber eben so ziemlich, die brauchst du nicht unbedingt. Also man hätte die Frage beantworten können ohne also und ohne ja. Also, nochmals. Ja, und Gam ist eben hier kein Füllwort. Wir sind verbunden durch die Wiedergeburt und sind als Kinder Gottes zu Brüdern geworden, zu Geschwistern. Aber wenn eben zu der Zusammengehörigkeit durch das gleiche Leben auch noch die praktische Gemeinschaft hinzukommt, dann ist es vollständig. Also siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Wir können nämlich Brüder, das heißt Geschwister, sein und doch nicht zur Gemeinschaft pflegen. Und hier wird betont, aber gut und lieblich ist es, wenn zu der Zusammengehörigkeit durch das gemeinsame Leben auch tatsächlich das Praktische, die praktische Gemeinschaft zum Ausdruck kommt. Und dann illustriert David das mit 2 Beispielen, wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Da wird also der Hohepriester in seiner hohenpriesterlichen Kleidung gesehen. Bei der Einsetzung durch Salbung ging das Öl von oben vom Kopf über den ganzen Körper, über das ganze Kleid runter, bis auf den untersten Teil, das ist der Saum, ganz unten bei den Füßen. Und jetzt wird das Volk Gottes verglichen mit dem Körper des Hohenpriesters, des Gesalbten. Das ist ja fast neutestamentliche Sprache, nicht wahr? 1. Korinther 12, Vers 13 erklärt ja, dass wir seit dem Pfingsttag durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft worden sind. Und dieser eine Leib wird dort in 1. Korinther 12, Vers 13 genannt, der Christus. So wie ein Leib einer ist, obwohl er viele Glieder hat, also auch der Christus, der Gesalbte. Das heißt, der Ausdruck Christus Messias, hebräisch, wird dort gebraucht für Christus und die Gemeinde, organisch zu einem Leib verbunden. Und natürlich, das war ein Geheimnis im Alten Testament. Die Gemeinde wird nicht prophezeit. Aber es ist wie eine Vorwegnahme, wenn hier das Volk Israel verglichen wird mit dem hohen Priester und dem Öl von da, das bis unten geht und alles verbindet. Und so werden die Gläubigen des Leibes Christi durch das Wirken des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Das Extrem beim Kopf und das Extrem an den Füßen. Und dann ein zweites Bild, wie der Tau des Hermon,
der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Der Hermon ist der höchste Berg Israels, und zwar der höchste Punkt, der befindet sich heute noch in Syrien. Sie haben richtig gehört, noch. Ja, Gott hat ein Programm, das steht in der Bibel. Die Landverteilung wird noch ein bisschen anders werden. Aber Stichwort Hesekiel 47, 48. Ja, und der höchste Punkt ist 2814 Meter. Darum ist es das Skigebiet Israels. Ja? Und das ist in ökologischer Hinsicht ein ganz wichtiger Ort, denn das ist gewissermaßen ein Wasser- und Feuchtigkeitsreservoir. Ja? Also was da an Wassermengen gesammelt wird durch den großen Niederschlag von Schnee und Regen, das ist ganz entscheidend für die ganze Ökologie Israels. Ja? Und darum gibt es dann auch die Teldan-Quelle und die Banyas-Quelle, Jordan-Quellen, ja? Die dann das Wasser runterführen bis zum See Genezareth und dann weiter bis ins Tote Meer. Und natürlich auch überhaupt im Zusammenhang mit dem Regen, mit dem Tau, spielt das alles eine Rolle. Und darum wird hier gesagt, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Da haben wir jetzt wieder die Berge Zions. Das sind die Berge, die wir angeschaut haben. Rund um den Tempelberg. Und da besteht also ökologisch ein wichtiger Zusammenhang, was das, den Wasserhaushalt anbetrifft. Und nun wissen wir ja, die 10 Stämme, wo lebten die? Im Norden. Bis hin zum Hermon. Und die 2 Stämme im Süden, mit Jerusalem. Und die haben sich gespalten nach dem Tod Salomos. Das Volk Gottes hat sich zersplittert in 2 Nationen. Israel, die 10 Stämme, Juda, die 2 Stämme. Aber David sagt, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Juda braucht den Segen der 10 Stämme. Ja, aber sie sind getrennt worden durch den Götzendienst. Das hat alles kaputt gemacht, natürlich, weil sie sich vom Wort Gottes abgewendet haben. Aber das Ideal wäre eben Gemeinschaft von Gott her. Darum haben wir, siehe wie gut und wie lieblich, 3x3 und 3x3x3, ja? Das ist die Gemeinschaft, die Gott wirkt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und darum das Öl im Bild von dem Hohenpriester und hier der Tau, das Bild des Segens. Wir brauchen das ganze Volk Gottes. Aber nicht in einer billigen Ökumene. Das bringt gar nichts. Denn da fließt kein Segen und da fließt kein Tau. Da benetzt kein Tau. Aber wenn wir eben wirklich zum Wort zurückkehren und der Herr der Mittelpunkt ist, dann ist es so, das Volk Gottes eben auch einträchtig beieinander wohnt, dann ist es gut und lieblich. Also ganz erstaunlich, was in diesen Psalmen drin steckt. Fahren wir weiter mit der Perlensuche. Und zwar ist es so, dass wir in diesen Psalmen gewaltige prophetische Aussagen finden für unsere Zeit im Zusammenhang mit der endzeitlichen Heimführung des jüdischen Volkes. Der erste Psalm in der Reihe, 120, ein Stufenlied. Zu dem Herrn rief ich in meiner Bedrängnis und er erhörte mich. Herr, errette mich. Herr, errette meine Seele von der Lippe der Lüge, von der Zunge des Truges. Was soll man dir geben und was dir hinzufügen, du Zunge des Truges? Scharfe Pfeile eines Gewaltigen und glühende Ginsterkohlen. Ist so die Holzkohle aus der Ginsterwurzel. Speichern Hitze sehr lange. Wehe mir, dass ich weile in Meschech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Die sind nicht in Zion. Die sind in Meschech und Kedar, die da in diesem Psalm 120 ihr Gebet vor den Herrn bringen. Und das spricht eben von dem jüdischen Volk in der Zerstreuung. Es wurde weltweit zerstreut.
Aber Meshech und Kedar sind ganz besonders wichtig. Meshech ist ein Volk, die Moskowiter, die genetisch an der Basis stehen von dem russischen Volk. Zusammen mit Tubal, den Tobeliter. Und es ist so, dass das jüdische Volk eine ganz starke Konzentration der Zerstreuung erlebt hat, gerade in Osteuropa und gerade im Zusammenhang mit Russland und der Sowjetunion. Und viele Juden über die vergangenen Jahrhunderte lebten in der arabischen Welt. Und Kedar, das ist eben ein arabischer Stamm aus der saudischen Halbinsel, Nordwestarabien. Und diese zwei stehen so repräsentativ für die große Zerstreuung der Juden im Bereich von Osteuropa und Russland und in der arabischen Welt. Und es ist ja so, dass bei der ersten Heimführung ab 1882, das geschah speziell von Russland, Tausende von Juden kehrten damals heim. So begann die erste Einwanderungswelle, das grundlegende Zeichen der Endzeit. Und es kamen dann noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und 1989, als die Sowjetunion zusammenbrach, dann 1 Million. Aus Russland, aus der Sowjetunion, aus den GUS-Ländern. Aus Meshech. Und als der Staat Israel gegründet wurde, gab es ganz schreckliche Judenverfolgungen in den arabischen Ländern. Und zwar so, dass etwa 800.000 Juden fliehen mussten aus den arabischen Ländern. Das waren die, die in Kedar gewohnt haben. Und es gibt zwei Kennzeichen für diese Gebiete im Zusammenhang Russland mit dem Kommunismus. Ein wichtiges Kennzeichen ist Lüge und Krieg. Lüge und Krieg. Der ganze Kommunismus, die ganze linke Ideologie ist aufgebaut auf Lüge. Und für den Islam ist Lüge auch etwas ganz Grundlegendes. Man nennt das sogar Taqiya, Lügen zum Nutzen des Islams. Und das muss man so erleben. Ich mag mich erinnern, nach der Wende, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, stand in Moskau an einem Schalter, am nächsten Schalter, ich hatte den Eindruck, ich kann keinem Menschen irgendetwas glauben. Irgendwie anders in der Schweiz, wenn ich da auf die Gemeinde gehe, das sind keine gläubigen Leute, aber ich habe nicht den Eindruck, die lügen mich an. Aber dort an jedem Schalter. Und das hat, der Kommunismus hat wirklich die Menschen geprägt. Das Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und hier sehen wir, dieser Psalm spricht darüber, von dieser Zunge der Lüge, der Lippe der Lüge und von diesen scharfen Pfeilen der Lüge. Und dann eben, wehe mir, dass ich weile in Meshech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Und das sehen wir auch heute in der islamischen Welt, wie verbreitet das ist. Man will Krieg. Und Israel möchte Frieden. Aber man zwingt sie zum Krieg. Das ist der erste dieser Psalmen. Und dann haben wir aber eben 122, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Aber jetzt schlagen wir auf 124, ein Stufenlied von David. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, sage doch Israel, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet wie ein Wildbach und unsere Seele gefangen. Dann wären über unsere Seele gegangen die stolzen Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns nicht zum Raub gab ihren Zähnen. Unsere Seele ist entkommen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelfänger. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entkommen. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre. Wie oft durch die Jahrtausende alte Geschichte des jüdischen Volkes wären die Menschen bereit gewesen,
dieses jüdische Volk zu vernichten. Und wenn der Herr das nicht verhindert hätte. Und schauen wir uns noch weiter an, oder 29, oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Die Jugend war in Ägypten. Und dann durch die ganze Geschichte hindurch. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, sage doch Israel. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Und das geht bis zur Judenvernichtung unter den Nazis, 6 Millionen. Und es geht weiter bis zum 7. Oktober 2023. An einem Tag 1200 Juden ermordet. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Der Jesus hat gesagt, meine Worte werden nicht vergehen, Matthäus 24, und dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Und dieses Geschlecht meint nicht die Generation ab der Staatsgründung. Genea heißt auch Volksstamm, nicht nur Generation, Volksstamm. Das jüdische Volk wird nicht vernichtet werden, wird nie umkommen, es wird das Ziel in der Heilsgeschichte erreichen. Und das ist auch etwas, was wir übertragen dürfen auf die Gemeinde. Der Jesus sagt in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde gründen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Auch die Gemeinde wurde durch die Jahrtausende verfolgt und so viele wurden umgebracht. Und die Gemeinde steht heute weltweit da. Warum? Nicht, weil wir so treu waren, aber weil der Herr treu ist. Und das, was für Israel gilt, dennoch haben sie mich nicht überwältigt, gilt auch für uns. Aber dann der nächste Vers. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Das bezieht sich auf den Messias. Pilatus, Johannes 19, ließ den Herrn Jesus geißeln. Die römischen Geißeln waren Lederbänder und die konnten Widerhaken daran haben oder spitze Gegenstände. Bei der Geißelung war es so, dass der Rücken in eine blutige Masse verwandelt wurde und aufgerissen wurde. Viele starben an der Geißelung, bevor sie gekreuzigt wurden. Und es ist wirklich so, wenn man das einmal gesehen hat, einen Gegeißelten, das sieht aus wie die Furchen auf einem Acker. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Wie kommt es, dass hier der Messias plötzlich erwähnt wird? Und vorher geht es doch um das Volk Israel und auch nachher. Es ist so, als der Herr Jesus zu Johannes dem Täufer kam, Matthäus 3, und da haben viele aus Israel Buße getan, um sich vorzubereiten auf das Kommen des Messias, der angekündigt wurde, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegträgt. Und da ist der Herr Jesus gekommen und hat sich auch taufen lassen. Aber er hat keine Sünden bekannt, wie die anderen. Aber er ließ sich taufen und sagte, ich mache mich mit dem Überrest Israels eins. Und das ist so ein Schlüssel für das Verständnis der Psalmen. Ganz oft finden wir den Überrest Israels, der spricht, und dann zwischendurch plötzlich Verse, da spricht der Messias. Warum? Weil er eins ist mit dem Überrest. Und zwischen dem Hass gegenüber Israel und dem Hass gegenüber Jesus Christus besteht auch ein ganz enger Zusammenhang. Also wenn jemand sagt, er sei Christ, und ich merke, er hatte so eine Ablehnung des jüdischen Volkes, dann frage ich mich, ob der sich wirklich bekehrt hat. Weil es hängt zusammen. Wenn man den Herrn Jesus liebt, dann liebt man auch das Volk, aus dem er gekommen ist. Und dann möchte ich noch erwähnen, Psalm 126, ein Stufenlied. Als der Herr das Schicksal, so besser übersetzt, als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihn getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Nun, das hat sich so wunderbar erfüllt 1967. Die UNO hatte ja Zion, den Tempelberg, und Ostjerusalem bewusst ausgeklammert bei der Staatsgründung Israels. Was ist ein Zionismus ohne Zion? Zionismus heißt nämlich Liebe zum Tempelberg. Ja? Und
Das wurde ausgeklammert. Aber als die islamischen Nationen rund um Israel 1967 drohten, Israel jetzt endgültig auszurotten, kam der Sechstagekrieg. Am dritten Tag, am Mittwoch, wurde der Tempelberg erobert, Ost-Jerusalem in jüdischer Hand und die Stadt wurde wieder vereinigt. Und das war genau das. Wir waren wie Träumende. Unser Mund war voll Lachens. Und man sagt unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Eine riesige Übermacht. In 6 Tagen war sie geschlagen. Und Israel überlebte. Und dazu noch Psalm 122. Da haben wir gelesen, Vers 3. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Das wird manchmal ein bisschen abgeschwächt übersetzt. In der Luther kommt das gar nicht durch. Aber es heißt wirklich so. Keir, Shechubralla Yachdav. Keir, Shechubralla Yachdav. Wie eine Stadt, die zusammen miteinander in sich verbunden ist. Und so kam es nach dem Sechstagekrieg zur Wiedervereinigung Jerusalems. Und damit wurde Zion integriert. Das finden wir alles hier in diesen Psalmen. Ist das nicht wunderbar? Aber prophetisch geht das über unsere Zeit hinaus. Aber es ging ja nicht darum, dass wir jetzt alle Verse zusammen anschauen, sondern einzelne. Und da möchte ich noch schließen mit nochmals einer messianischen Perle. Psalm 126, Vers 4. Führe unsere Gefangenen zurück, Herr, wie Bäche im Mittagsland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Ihr geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Ihr kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Hier wird gebetet, dass Gott das jüdische Volk heimführt, die Gefangenen in der Zerstreuung, wie Bäche im Mittagsland. Mittagsland, hebräisch Negev. Das ist das Südland von Israel, die Wüste. Und wie sind die Bäche im Negev? Die sind nicht wie die Bäche in der Wüste Judäa. Judäa, typisch V-Täler, tief eingeschnitten. Ein Strom im Winter fließt da mit Wucht und Gewalt hindurch. Aber Negev ist typisch breite, weite Täler. Und dann sieht man im Winter einen Winterbach, den Wadi. Und das fließt ein größeres Wadi rein und da auch Wadis, die fließen auch da rein und da rein, bis sie schließlich in ein Hauptwadi gelangen. Ist auch zentral dann in der weiten Ebene. Und so soll Israel zurückgeführt werden, nicht in einem Strom, wie sie damals aus Babylon zurückkehrten. Das war wie in der Wüste Juda. Aber in der Endzeit in vielen Wellen. Und so teilt man die ganze Geschichte des jüdischen Volkes ab 1882 bis heute ein in verschiedene Einwanderungswellen. Aliyot, Mehrzahl von Aliyah. Und genauso wie die Bäche im Negev, so ist die moderne Geschichte wahr geworden von dieser Heimkehr nach dem Land, das Gott sein Volk verheißen hat, bis heute. Und dann kommt es, er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Der Jesus sagt in Johannes 12, wenn das Samenkorn allein nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So ging er in den Tod und dadurch sind wir, die Erlösten, als Frucht seiner Tränen und seiner Leiden entstanden. Und das wird alles hier zusammengefasst. Eben wieder so ein messianischer Vers zusammen mit dem Überrest, mit dem er sich vereinigt. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Wir wollen zum Schluss noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wort und wir bitten dich, dass du es in unseren Herzen einpflanzt. Und dass es Frucht bringt in unserem Leben. Danke für diese Zusage, diese Verheißung, dass die, die auf dich vertrauen, wie der Berg Zion sind. Du siehst all unsere Herausforderungen in unserem Leben.
Und wenn wir über uns nachdenken, dann würden wir sagen, wir schaffen es nicht. Aber weil wir dich haben und uns auf dich stützen, machst du uns so fest und unbeweglich wie der Berg Zion. Und danke, Herr Jesus, für all das, was du für uns getan hast, zu unserem Heil. Und ganz besonders das, was du auf dem Nordwesthügel von Jerusalem getan hast, als du an einem Tag unsere ganze Schuld abgeschafft und annulliert hast. Wie können wir dir jemals genügend dafür danken? Wir preisen dich, dass du alles und alle Ratschlüsse Gottes erfüllt hast. Und so möchten wir uns dir und deiner Gnade auch für weiter anbefehlen. Amen.